Da könnte Gondel da nicht seine 50 Aurora-Bomber bauen und das wär's dann. Da wär ich zufrieden. Da wär ich glücklich mit der Welt. Aber nein, nein. Vor allem. Ich will ruhig 50 Aurora-Bomber bauen, die alles kaputt machen können. Vor allem der Superwaffengeneral kriegt dann Contra 0 eine neue Final-Version sowieso noch 9 Panzer dazu. Ja, das kommt auch noch dazu. Da ist er ja nicht hilflos. Ja, vielleicht etwas, was man so im Forum schreiben könnte. Ja, Team Limited, das, die scheiß Aurora-Bomber. Hier, irgendeine Truppe war nämlich auch gelimitet. Die konntest du nur viermal oder die schummelsten Schildtypen da. Genau, Antares-Schild, ja. Die kannst du ja auch, die sind ja auch, limitiert. Die kannst du, glaube ich, fünfmal bauen, glaube ich, oder dreimal, glaube ich, sogar nur. Fünf, weiß ich nicht. Vier. So oft spiele ich mir die Superwaffengeneral. Einmal in meinem Leben ist das. Ja. Ich bin hier, ich geb's zu, ich spiele eigentlich nur Superwaffengeneral. Er trainiert immer heimlich so offline gegen Bots. Nee, wenn wir nicht, nein, wenn wir nicht aufnehmen, bin ich eigentlich immer der Superwaffengeneral nimmt. Weißt du, so im 1 gegen 1, das kennen die Zuschauer gar nicht. 1 gegen 1 gibt's bei mir auch so gut wie noch nie irgendwie. Finde ich auch langweilig, wenn man nicht so sein. Was? Ich weiß nicht, ob es Leute. Hab ich Superwaffengeneral als Gegner? Superwaffen nicht, ne? Nee, da kommen gleich bestimmt nur ein paar Sachen rübergeflogen, ne? Du hast Luftwaffengeneral, dein Schatzi, als Gegner. Ach, meine ich ja, genau. Ja. Damit hast du mich jetzt nicht glücklich gemacht, ja? Du willst dich ja schön abfucken, Alter. Das hast mich jetzt sehr unglücklich gemacht. Ich generell immer unglücklich in der Spiel. Ja, klaust dir direkt unten das Geld. Na, weißt du, ich baue mich da auch hin. Weißt du, wir teilen uns das da unten. Du hast noch zwei Stück da, was willst du? Hab ich? Oh, ja, dann ignoriert. Achso, dann tut's mir leid. Ja. Hast du nicht auch zwei? Ich hab drei. Fick dich. Ja, wir teilen uns das da unten. Ne? Wir sind ja nett, gemeinschaftlich. Du baust mit deinem Ding da bestimmt nicht meins gleich einfach kaputt. Ach, Quatsch. So schätze ich dich nicht. Nee, komm, wenn er mal hier. Ich mache einen auf Gondel hier. Du baust ja Horrorbomber und machst mir die gesamte Basis kaputt? Nö, ich baue da so ein Fass neben einem Nachschublager hin. Hey. Vor allem, es ist ja sogar hochqualitatives Spreng-Schwarzpulver. Welches? Horrorbomber oder was meinst du jetzt? Nein, mein Sprengfässer. Wo auch immer Terroristen und sowas kommen. Ich hab mir mal Rise of the Reds angeschaut, ne? Und? Also mit IWG komme ich erstmal gar nicht klar. Das Ding, was mich da übelst abfuckt, ist, dass es dort keine Generäle gibt. Wie gibt's da keine Generäle? Nee, die sind wurden entfernt erstmal. Es gibt nur halt die 5 Hauptländer. Ja, wie machst du das denn dann? Es gibt 5? Ja. Es gibt hast halt du gesagt 5 Hauptländer? Ja. Hey. Es gibt ja neben den 3, die du bereits kennst, gibt's ja noch Russland und Europa. Achso, das hört sich doch eigentlich interessant an, oder? Aber 5 sind mir trotzdem zu wenig. Können sie sich irgendwie in Game noch so aufteilen? Also in-game quasi sagst, du willst und das. Was? Also dass du dich in-game quasi, wenn du Amerika auswählst, dass du dich über Generalsfähigkeiten zum Beispiel spezialisieren kannst auf den Superwaffengeneral, sagen wir mal als Beispiel. Oder auf den Air Force General oder so weiter. Das soll ja kommen in Version 2.0. Ach, dass du dich quasi über Upgrades kannst du dich dann auch spezialisieren? Du wählst erst dein Hauptland aus, also zum Beispiel IBG. Und sobald das Spiel dann startet, du deine Kommandozentrale hast, kannst du dort dann irgendwie einstellen, dass du dann Säure spielen willst oder sowas. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir die in dem Mod schon eingestellt worden sein. Wie, was? Der Mod ist bestimmt schon eingestellt worden. Ja, wie die noch wirklich updated. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch geupdatet wird, die Mod. Ich hab zumindest gelesen. Was ist das? Hab ich zumindest gelesen. Bei ModDB, dass die da was machen wollen. Dass sie das halt in 2.0 so machen werden. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, so alt ist der Arbeit auch gar nicht gewesen. Ich glaube, die arbeiten immer noch. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch Upgrades kamen. Cool wäre es, wenn ich meine Avengers, die ich gegen Raketen von den King Raptors jetzt dahingestellt habe, so einstellen könnte, dass sie nur Raketen abwehren und nicht nach vorne gehen, um die Panzer anzuvisieren. Was auch immer das bringt.
Ey, deine Kanone wird gerade eingenommen. Alter, ich hasse euch, Mann. Ist ja nicht schon lustig! Oh Gott. Warum kann ich. Warum kann ich eigentlich keine Paladin-Panzer bauen, weißt du es? Weil du Laser-Crusader hast. Achso, hier gibt's keine Paladine oder wie? Paladine hast du nicht als Laser, genau. Oh. Die hätten nur der normale User. Oh Mann, ey. Vanilla schon so lange nicht mehr gespielt. Willkommen in diesem wunderschönen Vanilla-Stunde 0. Wo du einfach nichts machen kannst. Wenn man einmal mit Mods gespielt hat, ist einfach langweilig, was du so machen kannst. Dann ist das Original-Stunde 0 ausgestorben. Ich hab wunderschöne geile Raketen mit rotem Dampf, ey. Jetzt nimmt er seine gammelige Kanone wieder zurück ein. Stalkst du mich hier? Sag mal, was ist denn los da? Mir ist langweilig hier. Ich hab mal was von Privatsphäre gehört. Bau einen Schattengenerator. Ja. Tja, wenn wir jetzt Alarmstufe 2 spielen würden, ne? Ja, spielen wir das ja, du weißt es nur noch nicht. Schon Bock drauf, ich hab nur keinen Bock gerade irgendwie Dings, meine deutsche Version zu suchen, Julius. Deine deutsche was? Meine deutsche Version von Alarmstufe 2 müsste ich suchen. Ach, da hast du sowieso, Ultimate Edition. Ja, aber ich will die auf Deutsch haben. Ich will die jetzt auf Deutsch haben? Jetzt, ich hab nicht mal Artillerie. Auf willst Deutsch! Deutsch! Ich hab nicht mal Artillerie, Mann. Nein, das findet der Lesekanal viel zu langweilig. Ach man, ey, ich hätte niemals auswählen sollen, der ist aber richtig langweilig. Ich dachte, der wäre cool. Der Lasergeneral hat nur. Ja, es gibt ja hier nur die Tomahawk. Den Tomahawk-Raketenwerfer, aber Raketen findet der Lasergeneral ja langweilig. General Towns. Ja, und ich finde den Lasergeneral langweilig. Jetzt hab ich's den Lasergeneral gegeben, sag ich dir. Ich hab gesagt, ich finde ihn langweilig, damit kommt er gar nicht klar. Jetzt wirst du verlieren. Ja. Alter, ey, 4 Sterne, General, was ist das denn? Bam, 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 bam. Building construction has been completed. Ich finde es interessant, dass sie nicht einfach in die Mitte gehen. Ich meine, in der Mitte haben wir gar nichts gebaut. Doch, ich habe meine 3-Stinger-Stellung gebaut. Na gut, ich habe da einen Laserpass reingestellt. Tatkampfbomber. Guck mal, das sind deine schönen Paladin-Panzers. Drückt der Pinky dir das so richtig schön ins Gesicht. Oh Gott, er schickt auch Rohrbomber los. Was? Ach lol, bei mir kommen diese verfickten Tomahawk-Raketenwerfer jetzt hier, oder was? Ich kann sie nicht entscheiden, auf wen der geht, musst du wissen. Da kommen sehr viel Anti-Air. Oh, tut mir leid, kam keine Rakete an, weil ich einfach meine Avenger dahingestellt habe. Oh, das ist aber schade. Welche Raketen? Also, ey, ich weiß nicht, warum ich die früher nie gebaut habe gegen den. Eigentlich geht der Air Force General ja wirklich voll, wenn du da einfach ein paar Sachen gegen Raketen baust. Retromark-Dinger? Gut, habe ich verstanden. Ja, es gibt ja keine Flugzeuge, die die keine Raketen haben. Jetzt habe ich das jetzt schon wieder vergessen, habe ich. Have you discovered an enemy, Colonel Burton? Kann man irgendwas bauen, was Tanks gibt 25% mehr Armor? Gut. Das ist voll nice, Mann. Oh Mann, ich finde das so lächerlich. Was denn genau? Dieses Spiel auf Vanilla. Sniper, mach ich mal Sniper.
Wenn ich mir das Metaller Bomben-Upgrade, würde ich mir dann auch nochmal so kurz reinballern. Der geht mir nur übelst auf den Sack hier mit seinen verfickten Tormog-Dingern. Das ist aber schade. Alter, spammt er hier rum mit seinen scheiß Verficken. Wie er hier rumspammt mit seinen scheiß Verficken. Mann, das wollte ich gerade vernichten. Einer hat überlebt, macht er nichts draus. Ja, geil, das ist für mich, ey. Ja. Hier ist immer alles ruhig hier. Gut. Ich wünschte, ich hätte irgendwie ein bisschen mehr Waffenfabriken und so. Guck mal, das schaffen wir auch so. Ein 2 gegen 3. Guck mal, das ist... Frag mich echt, wie ich das damals so schwer fand gegen den Air Force General, Mann. Sagt er als Lasergeneral jetzt. Ja, ich habe den früher ja auch Lasergeneral dagegen gespielt, aber ich habe... Das ist einfach so, die Raketen, die jucken mich in den Scheiß, weil ich halt einfach Avenger baue, so. Die habe ich früher nie gebaut. Irgendwie. Das ist ganz schön. Sag mal, wie kann man eigentlich als WA so fett mit diesen Scheißdingern rumspammen, ey? Was war das gerade? Das war... Weiß ich nicht. Das Geräusch habe ich auch schon bei Dings gehört, beim vorigen Kampf. Jetzt habe ich gerade nicht geguckt, was hat denn dieser befickte Hellblau hier so... Pinke für... Du konntest damals den... Die Computerspieler mit der Säurebombe übelst richtig abfacken und aufhalten. Meinst du das? Weil der dann. Ah, der baut jetzt. Mit Avenger gegen meine Aurora-Bomber eigenartig. Ja, das sind die total OP. Kabum. Ich hätte noch den Nuklear-General für dich als Gegner einstellen müssen. Was wäre mit dem Artillerie? Da kommen ein paar Nukleargeschütze, ja. Ja gut, da habe ich auch Rohrbomber ja jetzt. Ich aber nicht mal Mass bauen werde, weil ich das cool finde. Wer macht denn sowas schon? Weiß ich nicht, gewisse Personen, die jetzt nicht gerade da sind. Wow, Alter, wie lange, wie viele Jahre dauert das denn, so einen scheiß Panzer zu bauen hier? Lass ich mich, was mich früher mal eigenartig fand, wie kann es eigentlich sein in Vanilla, dass diese Dinger vorbeifliegen? Wie kann das sein? Was fliegt vorbei? Geh mal dahin, wo ich hingepinkt habe, links. Ach so, ja! Von der Abwurfzone her. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren, aber es hat, er hat es damals hinbekommen, scheinbar. Und ist auch nie gefixt in den vier Patches, die es scheinbar gab. Wieso hat mein Gegner eigentlich eine Partikelkanone gebaut? Weiß ich nicht. Was soll der Scheiß, Alter, wie scheiße lange dauert es, so einen Kackpanzer zu bauen bei der IWG hier? Alter, wenn ernsthaft versucht, meine Aurora zu killen? Du hast keine Energie mehr. Ah, guck mal, jetzt ist Beate wieder online, ne? Der hat gerade meine... Ich hasse Aurora-Bomber. Der hat gerade meine Kommandozentrale weggebombt.
hat jetzt seine Kommandozentrale verloren! Respekt! Ups. Weil ich keine Verteidigung, ich habe gar keine Verteidigung mehr, ne? Das ist schon ein bisschen schlecht. Weil meine Panzer da sind. Ach, da laufen die wieder. Jetzt habe ich da laufen, sind die weg. Da laufen sie wieder. Ist aber nicht so gut, wenn deine Panzer laufen. Wer läuft gegen deine Panzer? Wie bitte? Wovon redest du? Ist ja gerade so. Alter, sobald du versuchst anzugreifen, Alter, kommt erstmal so richtig viel Scheiß auf dich zu. Ich hab keine Minimap. Kannst du mir mal kurz Teils durchgeben, wo gerade eine Superwaffe zu sehen ist? Hast du irgendwas? Diese scheiß Dinger, Mann, diese Aurora-Bomber. Ich hasse die! Ich hasse die! Oh Gott! Alter, der macht das, was du mit mir gemacht hast, ne? Die fliegt durch, um meine Bulldozer kaputt zu machen. Ich hab nur noch zwei Bulldozer, ich hab grad drei Bulldozer verloren. Respekt, dudes! Die KI wurde im Geheimen gematcht, what? Ne, die KI ist hier nur... Die arbeitet gegen mich. Die KI ist hier nur ein bisschen besser als wie, Contra? Ja. Alter, der mit seinem scheiß verfickten King Raptor, Alter. Jetzt schieße ich durch Avenger vorbei. Die Avengers. Ja, das geht schon. Weil du hast ja eh deine wunderschönen Lasertürme da. Alter, willst du mich verarschen? Man soll jetzt da nicht durchkommen, oder? Ich wollte gerade sagen, Alter. Ist der Skatsturm wirklich zu blöd, da jetzt durchzulaufen, oder? Warum hat meiner nicht keine Kapazitätskanone? Er hatte keinen Platz mehr. Wer hat keinen Platz? Mein Gegner, der macht keine Batteriekanone. Meinst du Luftwaffe generell? Ja. Ja, der baut die immer generell mal ganz am Ende, ich weiß nicht warum. Muss all sein Geld in seinen Flugzeugen reinstecken, davon hat der so wenig. Ich brauche jetzt mal 50 Bode oder so, ansonsten macht ihn noch kaputt. Letzte Partikelkanone, ein Stück Scheiße. Oh Mann, Alter! Weg damit! Ich schick meine scheiß Panzer ständig rein und wieder raus, rein und wieder raus! Wow. Läuft aber echt flüssig, ne?
Wollen wir mal den Scud schon wegballern oder machst du das gerade schon? Ach, du bist schon in der Basis von denen? Bisschen. Verfickten, beschissenen Schwanzlutscher-Raketenwerfer hier. Du kannst mich mal! Wie schön stark die Phoenix-Geschütze hier ohne Mod noch sind. Gegen Anti und allem, ne? Ja, auch gegen Panzer und die Gebäude auch und sowas. Also bei der Contra-Mod richten die gar keinen Schaden mehr an. Nur gegen Flugzeuge. Ja, so sollte es auch sein. Ist da denn gerade eine Atomrakete losgeflogen? Nö. Okay. Ich hab da metaler Bomben draufgeschmissen. Ja, doch, Nanook. Ach doch, ist sie losgeflogen. Ja. Auf mich. Ja, deine Basis ist etwas orange. Zum Glück stört mich das nicht so. So wie es tun sollte. Ja. Also ich ganz ehrlich, nachdem man Contra gespielt hat, fühlt sich die KI hier aber voll einfach an. Hä? Hast du nicht gerade gesagt, die ist besser? Ja, die ist besser, aber die fühlt sich auch irgendwie einfacher, weil die keine Arte darin benutzt, nicht so in diesen Massen. Das ist schade. Wenn ich das mit früher vergleiche, hat sie mega schwer in Erinnerung. Ja, bei Contra hat das Contra-Team hat ja auch gezielt darauf die KI programmiert, dass die mehr Artillerie bauen soll. Ja, das ist glaube ich auch die einzige Möglichkeit, wie die hätten schwerer machen können. Ja, genau. Das einzige, was Artillerie so richtig nervig macht. Weil man ja weiß, dass die mehr so Anfängerspieler halt die ganze Zeit nur Türme bauen. Ja. Macht aber auch Bock, um ehrlich zu sein, mal nicht so hardcore die ganze Zeit darauf zu achten, dass keine Artillerie-Dinger zu dir kommen, die alles wegballern. Vor allem ein Großteil der Artillerie in Contra, die hat ja auch nicht, die sind ja keine Raketen. Nö. Das sind hier zum Beispiel sowas wie Neutronenbomber zum Beispiel. Eine Neutronenkanone. Ist ja total OP der Scheiß. Aber. Wenn ich das schon höre, leck mich am Arsch, ey. Eine Neutronenbombe macht dich das aggressiv. Eine Neutronenkanone. Ja. Aurora-Bomber. Aurora-Bomber. Ah! Ich hasse es. So, oh, hier. Los. Ups. Wie angenehm das ist, sobald in allen Spieler schon weg ist. Ja, wenn man in deiner Nähe einmal Aurora-Bomber sagt, dann schlägst du ihn ins Gesicht. Die Typen. Aurora. So aggressiv macht dich das. Na, dich? Mich nicht. Ja, stimmt. Ich habe nur Erinnerung leider. Ich verbinde. Ich habe keine Command. Ich habe kein Strategiezentrum mehr. Oh. Ich verbinde Aurora Bomber damit, dass jemand einer meiner Bulldozer kaputt ballert. Mhm, das ist richtig. Wie kommst du jetzt darauf eigentlich? Weiß nicht. Hat der noch so einen verfickten Bulldozer oder was ist los? Schade. Er hat sein Strategiezentrum verloren. Hä? Was ist denn hier drauf gegangen? Ach so, ich vermute mal, wie die Benzinbombe die außerhalb der Karte kommen, ja? Wollen wir die Superwaffe oder die Atomrakete wegballern? Mit unseren Superwaffen? Mach doch. Dann wird fragen wir dich, ob du mitmachen möchtest. Ja, mache ich, mach hin. Fertig. Was war das? Was war das? Ich geb doch mein Scud schon dafür nicht aus, Mann. Hä? Wie hast du das gemacht, Mann? Cheats!
Nee, das ist eine Brücke. Hast du schon TNT-Fässer ohne Mod? Nee, zum Glück leider nicht. Weiß ich, ich hab grad echt keine Ahnung, was das gerade war, Mann. Hast du meine ganzen Leichen von Soldaten da nicht gesehen? Nein. Na gut. Also war meine Partikel nur nutzlos. Nö. Ich glaube, ohne dir hätte es nicht geschafft. Ich glaube, dann wäre ein bisschen übrig geblieben. Sagst du doch jetzt nur, um mich wieder aufzumuntern. Klar. Jetzt hast du es ja kaputt gemacht. No. Ich bin nutzlos. So. Apropos nutzlos, da kommt gerade jemand mit Transportern, glaube ich, in unsere Basis rein, oder? Ja, echt ernsthaft jetzt? Bei dir ja! Okay, du könntest meine Abwehr. Hallo, warum fährst du da weg? Die KI ist doch schlechter. Ja, also, der schickt seine Transporter hier hin zum Panzer abwerfen, ganz links von meiner Abwurfzone, um sie dann hier hin in meine Panzer zu schicken. Zwei Stück. Statt meine Abwurfzone kaputt zu machen. Ich verstehe das nicht. Und alles zurück, als ich sagte, KI ist besser, war es schon mal gelogen. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht anlügen. Leid, Mama. Du hast mich angelogen? Ja, Mama. Komm, Armor-Bonus, ich hab keinen Strom, also nur, was war das so oben denn? MP? Hä? Ich hatte keinen Strom auf meinen Panzern, obwohl ich genug Strom hatte? Weil du deinen Schlachtplan geändert hast, vielleicht beim Strategiezentrum? Ach so! Das ernsthaft, davon geht der Strom weg? Ja, ja. Kurz. Für alle Einheiten. Wow. Wow. Das überrascht mich jetzt schon so ein bisschen. Scheiß Pink, immer noch nicht down ist. Ich will nicht. Ich will, dass da oben jetzt endlich steht. KI wurde besiegt. Kann es sein, dass es bei Contra keine Piloten mehr gibt? Nee, gibt's auch nicht. Nee, ich glaub, nee, gibt's nicht. Außer der Luftwaffengeneral, der hat Piloten noch. Na gut. Ah, den hast du auch so gut wie nie gespielt. Ich hab den noch nie gespielt. Vor allem nicht, nachdem ich erfahren habe, dass man die Superwaffen nicht bauen darf. Achso, der Pick ist ja schon down. Wieso sagt mir das keiner? Da kommt irgendwas. Also statt ihre Panzer zu mir zu schicken, ballern die lieber 5000 Raketen auf meine Panzer, oh Mann. Irgendwas Grünes kommt da in der Mitte. Ich weiß, ich sterbe. Ja, wir verlieren das Spiel noch. Ja, klar. Nein, da ist ein Bulldozer. Der blaue geht auch noch auf mein Konto. Los, weg damit! Der Luftwaffengeneral greift doch gar nicht mehr so richtig an, ne? Nee, der hat gerade alle seine Truppen mit mir gewastet. Hard Army has been defeated. Yes! Okay, jetzt gucke ich zu, was du da machst. Komm, Sterb-Helikopter, ja! Er benutzt seine Umrohrbombe, um einen Piloten von dir zu vernichten. Hä? Was? Ach da.
Oh, sag bloß, das schaffst du jetzt nicht. Ich bin enttäuscht von dir, Bastian. Tut mir leid. Jetzt spammt er mit seinen Raketen einfach noch. Bumm. Dein Pilot ist getötet worden. Neuer Angriff. Nein, sehe ich nicht ein. Er zerstört sein eigenes Laserpanzer fast. Das wäre doch geil gewesen, wenn er zaubert. Da wäre 100% irgendwas TNT-mäßiges rausgekommen, hätte mich getötet. Na klar. Stimmt, ich habe Bomben-LKWs, das habe ich gar nicht genutzt. Willst du sowas machen, ne? Die dauern auch echt 2 Jahre, bis sie fertig, bis du die einmal gebaut hast. Oh, da kommt ein AC-Luftangriff, na, wo schickt er den hin? Auf deine Abwurfzone. Gegen die Lufttruppen habe ich natürlich jetzt nichts da. Nur für alle Fälle. Ja, Comanche, das hat deine ganze. Als ob du das jetzt schwierig schaffen würdest. Ja, was soll ich dagegen machen? Ich habe nichts gegen. Ich habe nichts gegen Anti- oder Raketen. Aurora bombert auch mal deine Panzer vernichtet. Meine Damen und Herren, willkommen zum. Welcher Tag ist heute? Ach! Zu Burakis Sportstudio am Donnerwoch. Nein. Hier sehen Sie. Das glaubst du gar nicht. Hier sehen Sie Bastian, der gerade am super am Verzweifeln ist, den letzten General hier zu töten. Und übelst aufs Maul kriegt. Und seine Laserpanzer einfach in der Luft zerfickt werden. Ich brauche jetzt Avengers. Ich weiß noch Avengers mit in meiner Nähe rein. Das scheiß Flugfeld da, Mann. Na, schaffst es. Lasertank, Drosselbart. Da läuft ein Pilot an einem scheiß Laserpanzer vorbei. Schickt jetzt auch Rohrbomber los? Nee. Oh, das schöne Flugfeld. Na ja, dann noch eins. Scheiß Apache da, ich hasse ihn. Wie er dir hinterher kommt. Komm, folgt mir ruhig weiter, folgt mir ruhig weiter. Ja, 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 ja. Und? Gut. Ja! Nö, jetzt hat er keinen Bock mehr. Doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt bleibt er da stehen, da hätte ich mich so schlaff gelacht. Nein, das glaube ich nicht. Was ist da gerade passiert, hä? Bastian, hinter dir, Bomben-LKW! Hinter dir, Bomben-LKW! Alter, sie verarschen! Ich wollte dich gerade schon angreifen, aber du hast irgendwie nicht reagiert. Nein! Oh hier, ich kann ja damit noch was einnehmen. Ich mach jetzt gleich einen auf Gondel und schick ein Kampfschieb zu dir. Willst du nicht einfach mithelfen, das gerade den Kurs beenden hier? Ich hab das Gebäude-Upgrade gar nicht gemacht, scheiße. Als ob du jetzt hier diese 10 Gebäude nicht schaffen würdest. Es geht mir gerade auf den Sack, Mann.
Der hat immer noch einen King Raptor, ich glaub's nicht. Oh Gott, jetzt baut er Humvees, Alter. Ja, gegen die scheiß Infanteristen. Hast du keine Eckenschützen? So, und schwuppdiwupp ist das beendet hier. Keine Infanteristen mehr, also hat er auch nichts mehr. Oh, das war sein King Raptor. Notreparatur, Alter. Ich vermisse gerade so ein bisschen die andere Map, die wir gespielt haben. Welche? diese AOD-Map von eben. Oh, die war cool. Weil da die Generalsfähigkeiten so übelst schnell beim Gegner waren. Wie sollst du deine Einheiten jetzt einfach nur so rumstehen? Welche? Ich schicke gerade alles rein, was ich habe. Ach so. Ich bin gerade nur am Sammelpunkte machen und sowas langweiliges halt. Sowas langweiliges. Ich habe kein Geld, weißt du. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit deinen finanziellen Möglichkeiten gerade. Aber ich bin so ziemlich pleite. 105.000. Oh, ich will noch mal so einen Schlussknall machen. Du verfickte Patriot-Stellung. Oh, oh. Mope. Daran hast du es die ganze Zeit gebastelt, an deinen 5000 Bomben-Trucks, da. Ja, aber nur zwei Waffenfabriken. Ja, ich habe auch nur zwei. Mehr kann ich nicht finanzieren. Wenn die alle explodieren, dann ist das alles rot. Ach, die explodieren doch mit Säure? Ist denn Säure in der Erde? Nein, okay. Aber rote Explosion. Das ist das Schöne hier im Originalspiel. Guck mal, geht einer kaputt, gehen alle kaputt. Das ist jetzt der hellblaue seine eigene Schuld, dass er jetzt, was er hier macht. Okay, ich stehe bereits. Kabumm! Alter! Es ist ein Film, wenn das jetzt noch alles voller Säure wäre. Das hier ist also der Lasergeneral. Humvees, die keinen Laser haben. Ich finde den Lasergeneral so langweilig, ne? Ja, ist er auch. Das ist das Einzige, was an dir gut ist, sind seine Geschütztürme. Die Frage ist halt, was ist denn nicht langweilig? In dem Original Stunde 0. Das ist eine gute Frage. Was? Nein! Jetzt surrendert er gerade? Warum surrendert er? Ernsthaft? Gibt es eine Surrender-Funktion beim normalen? Ja, gab es. Wow. Ey, jetzt sehe ich meinen verfickten Skatsturm nicht ein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Lächerlich. Oh. Ich verstehe nicht so ganz, was der da oben meint mit Upload zu Seeded, ne? Der lädt die Replays hoch. Ja, aber doch nicht auf deinen Rechner, oder? Nein, der lädt die auf so einen Cloud-Server hoch, um die zu sichern für dich. Oh, so unnötig. Das ist sehr unnötig. Alter, was ist denn gerade los? Man hört das auch die ganze Zeit? Ja, da gehen ein paar Leute rein oder raus oder sowas. Ich bin gerade in der Lobby drin, aber ich sehe hier gar nichts. Man sieht gar nichts einfach. Das Es geht weder einer rein, noch kommt einer raus. Tangel will uns verarschen. Moke. Da war schon wieder. Das macht ja einmal wahnsinnig, ne? Ja, Leute, ja. Das ist wohl das bescheuertste Let's Play aller Zeiten hier. Jupp, ich sag dazu einfach auch gar nichts mehr. Weil irgendwie kommt keine Sau, obwohl alle zugestimmt haben. Außer Wolf, der war die ganze Zeit schon offline. Naja, was soll man da machen, ne? Regt dann nur auf irgendwie. Erst zustimmen und dann nicht kommen, das ist halt immer das Ding. Ja. Ich find's besser, wenn man zustimmt und dann wenigstens sagt, dass man nicht kommt. Mich regt eher auf, wenn man dann einfach nichts sagt. Weder noch, ich kann doch nicht, noch ein, ja, das war's eigentlich schon.
Zum Beispiel Gondel, der könnte doch einfach, der könnte mir doch schreiben, dass er nicht kommt. Stattdessen schreibt er gar nichts. Ja, sehr gut. Ey, guck mal, da bei Pro7 läuft gerade größte Aufreger. Passt gerade zu unserem Thema. Kennt ihr das, wenn jemand den Command & Conquer auf seine Kollegen wartet und niemand ankommt? Oh Gott, regt mich das auf. Made my day, Facebook. Oder Spielerfakten. Oder wie das heißt. Ich hab da keine Ahnung von. Flauschig. Was? Alter, Tange direkt an, willst du auf gerade? Ich glaube, das buggt einfach gerade rum. Hm, durch dieses beschissene Update. Mhm. Ja, das ist ja, trifft sich ja gut jetzt. Hallo Gondel. Ja, guten Tag. Er hat ein bisschen gedauert. Ich wollte gerade auf, aufhören. Ja. Ja, aber Glück gehabt, wenn du noch eine Runde bin ich ja mit dabei. Ja, aber Bast, anscheinend kommt Beate ja nicht. Ja. Ey, dummer Ratte, Beate, ey, der dumme Hartz IV, wenn er doch eh kein Schirm. Was macht der böse wieder? Okay. Ja, na wie, Bastian, du gehst off. Was ist denn hier los? Ich geh off? Nee. Na, hä? Aber ich bin doch jetzt da. Also soll ich jetzt off gehen oder wie? Nein! Du gehst jetzt nicht off, wir spielen jetzt noch ein Game. Was spielt man überhaupt? Wir haben gerade Vanilla gespielt, ne? Wir haben gerade 2 gegen 3 gespielt. KI harte. Das ist so langweilig, wenn man Contra gewohnt ist, ne? Ja, also. Und davor haben wir eine AOD gespielt und haben gewonnen. Mhm, nee. Das war eine 2 gegen, das war eine 2er AOD, die war so klein, dass wir unsere Basis uns teilen mussten. und wir mussten alles zusammenquetschen, weil kein Platz mehr da war. Und jetzt gerade macht Tangle im 5 Sekunden Abschnitt irgendwelche Geräusche. Deswegen müssen wir Tangle neu starten. Ich auch gleich. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, Contra will ich dann sagen, ne? Aber zuvor beende ich jetzt erstmal das Video hier. Ach, hi, willkommen Abonnenten bei Braki. Was ist mit deinem Video? Das ist nicht hochgeladen wegen deiner Musik da, ne? Nö, ich hab's noch, aber ich hab irgendwie. Du weißt gar nicht, wie stressig mein Leben ist, das schaffe ich nie hochzuladen. Ach so. Aber mit der Copyright, ne? Tschüss! Mike, tschüss. Nee, also ich lasse mit.